Ein behelfsmäßiger Damm hält den Fluss Die zurück. Er ist alt und Belastung zehrt an ihm. Gaius Aurelius, sollst du auf die Sachen aufpassen? Dann würde ich sagen, bediene ich mich einfach mal, oder? Ich würde sagen, ich bediene mich hier einfach mal. Du passt hier auf alles auf. Räume ich hier einfach mal auf. Weiß der Gier ist eine Todsünde, ne? Und du als frommer Christ wirst sicher verstehen, dass wir verhindern wollen, dass du dich hier irgendwie verleiten lässt. Will die Kiste hier. Oh. Der Händler ist gerade dabei, einen kleinen Stapel Münzen zu zählen. Ohne aufzublicken, hebt er den Zeigefinger, um dir zu signalisieren, dass du warten sollst. Einen Augenblick später sieht er dann zu dir auf. In seinem Gesicht ein unfassbar falsches Lächeln. Wessal, mein Name ist Gaius. Was darf's denn heute sein? Ach so. Optional, ne? Ich wollte mit dir reden. Jetzt haben wir ihn ausgeraubt. Scheiße. Okay, dann reden wir mit ihm drüber. Wahrscheinlich wären wir mit dem Diebstahl einem Riesenproblem aus dem Weg gegangen, aber wir sind Problememacher, deswegen machen wir es. Also Gaius, another one. DJ Khaled. So. Danke, 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 danke. Danke, Anke. Ach, deswegen wird das nicht als Ausrauben markiert, weil man das nicht nehmen soll. So. Stopp. Jetzt aber, mein Freund. Blablabla, bla, bla, signalisiert der, Vessael, mein Name ist Gaius, was darf's denn heute sein? Du bist bestimmt Gaius, stimmt's? Er stellt sich als Gaius vor, da wird er nicht anders heißen. Gaius hebt eine Augenbraue. Der bin ich. Worum geht es denn? Du schuldest Cuthred noch Geld und ich bin gekommen, es zu kassieren. Gaius scheint eine direkte Art ein wenig einzuschüchtern. Nein, ich weigere mich, sie zu zahlen, weil sie mit der Arbeit nicht zum vereinbarten Termin fertig geworden sind. Spät oder nicht, wenn du nicht zahlst, spricht sich das herum. Wer will schon mit jemandem Geschäfte machen, der dafür bekannt ist, seine Schulden nicht zu begleichen? Gaius seufzt dramatisch und wirft die Hände in die Luft. Also gut, wahrscheinlich hast du recht. Hier. Willkommen zurück. Wie kann ich behilflich sein? Gar nicht, wir haben alles von dir bekommen, was wir brauchten. Ich will bloß speichern, nicht, dass der jetzt gleich loslegt, wenn wir da in den Bereich reinrennen. Weil da habe ich so die ungute Befürchtung. Ah nein. Okay. Der wartet erstmal ab. Ehrenmann. Ehrenmann. Der wartet erstmal ab, bis wir alles ausgeraubt haben. Ja, es soll noch Satanisten mit Ehre geben. Valerius, wir kommen gleich zu dir zurück. Wir müssen bloß schnell den Auftrag erledigen, ne? Aber wir sind gleich wieder bei dir. Ja, wir sind gleich wieder da. Mach dir keine Gedanken. Wir sind gleich wieder da. Aber da warten Leute auf ihre Kohle, deswegen. Weil ich das kombiniert habe vorne. Da. Wie Sherlock Odin einfach. So vor der Kant, ja, wir müssen die Christen töten, damit die Flüchtlinge reinkommen, damit wir zu Valerius kommen, damit wir mit Gaius reden können. Ich bin einfach... Das ist, Kombination.
So. Cuthred. Ihr solltet den Ort schleunigst verlassen, weil hier wird es bald einen riesen Blutbad geben. Hattest du Erfolg? 1000 Preziosen bezahlen. Ja, hier, bitte. Cuthred und seine Begleiter wirken äußerst überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich noch unser Geld bekommen. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Einer von Cuthreds Kameraden wühlt kurz in einem Sack und kommt dann zu dir herüber. Nimm das als Zeichen unserer Dankbarkeit. Bleibt doch noch eine Weile in der Nähe. Es könnte nämlich sein, dass ich eure Hilfe brauche. Cuthred sieht zu seinen Freunden hinüber, die wohl beide damit einverstanden sind. Nach allem, was du für uns getan hast, ist das Ehrensache. Noch einmal vielen herzlichen Dank. Uns denn jetzt gegeben? Hä? Hat er uns jetzt einen Wasserschlauch gegeben oder was? Als Dankeschön. Hast schon mal 1000 Preziosen für einen Wasserschlauch bezahlt? Ich jeden Tag. Weil mein Goldesel, wenn man den am Schwanz zieht, dann kommen da immer 1000 Preziosen raus. Deswegen kaufe ich mir Wasser davon. So ein Holzkopf. Totes Lamm oder so. Sieht mir ja toll aus, der Typ. Wir haben da echt eine Römerstandarte stehen, gell? Du bist dir ziemlich sicher, Valerius gefunden zu haben. Er steht mit zwei ausgebreiteten Armen vor einer vergoldeten Adlerstatue und rezitiert in monotonem Gesang ein rituelles Gebet in einer obskuren Sprache. Lassen wir ihn mal ausreden. Deswegen sind sie jetzt alle nicht mehr gut gesättigt, alles klar. Das Ritual geht noch ungefähr eine Stunde so weiter und Valerius lässt weder Pausen noch Unterbrechungen zu. Als er endlich fertig ist, bedankt er sich noch bei allen Anhängern, die ihn unterstützt haben, dann wendet er sich dir zu. Er ist kein junger Mann mehr, schätzungsweise Mitte 50, doch er strahlt eine starke Vitalität aus und scheint vor Energie zu sprühen. Mit einem freundlichen Lächeln reicht er dir die Hand zum Gruße. Ich grüße euch, Neuankömmlinge. Nur wenigen Uneingeweihten wird die Ehre zuteil, von den Prätorianern Zutritt zur Kapelle zu erhalten. Seid ihr gekommen, um bei mir Rat zu suchen? Wir möchten im Auftrag des Bischofs von Aerophoric mit dir sprechen. Das tut seinem Lächeln keinen Abbruch. Ah, ich bin geehrt. Was möchte seine Exzellenz denn besprechen? Man sagt euch nach, dass ihr den Teufel anbetet. Sein Lächeln verfinstert sich. Ah, dieses Gerücht hat sicher der örtliche Klerus in die Welt gesetzt. Wir sind Christen, werter Freund. Satan ist unser Widersacher. Wie er dein Widersacher ist und der Widersacher derer, die dich hierher geschickt haben. Morkent kann sich nicht zurückhalten. Aber ihr seid keine normalen Christen. Es tut mir leid, aber Romulus ist kein Heiliger. Und wenn ihr das behauptet, seid ihr eine Sekte. Schlimmer noch, wir haben erfahren, dass ihr die Eucharistie mit einem Kelch Wolfsmilch feiert. Ich habe ja schon vieles an primitiven heidnischen Gebräuchen erlebt, aber eure Ketzerei schlägt dem fast den Boden aus. Aslai verneigt sich respektvoll. Was? Ja, Valerius, glaube ich. Ich kann verstehen, dass unsere Rituale vielleicht fremdartig und erschreckend auf dich wirken. Der Sinn einer Zeremonie liegt doch darin, die Menschen durch ein gemeinsames Wertesystem und geteilte Ideale aneinander näher zu bringen. Oder siehst du das anders? Im Prinzip richtig. Aber das ist eben auch der Grund, weshalb religiöse Rituale nicht pervertiert werden dürfen. So etwas führt nur zur Spaltung der Gläubigen. Valerius nickt weise.
Wenn du dich näher mit unseren Zeremonien beschäftigst, wirst du erkennen, dass sie mit der offiziellen Glaubenslehre absolut konform gehen. Unsere Werte und unsere Rituale stehen im völligen Einklang mit den Lehren Christi. Ey, warte mal kurz. Ich wende jetzt den Dialog kurz. Ich dachte, wir können wieder alles 4 abarbeiten. Deswegen habe ich mir den Rest jetzt nicht durchgelesen. Das heißt, wir müssen da eine Entscheidung treffen, in welcher Richtung wir mit ihm diskutieren wollen. Das ist manchmal, finde ich, ein bisschen blöd gemacht, dass du manchmal die Option hast, alles abzufragen und manchmal eben nicht. Und das finde ich ein bisschen nervig. So, ausreden lassen. Bla bla bla. So. Man sagt euch, dass ihr den Teufel anbetet. Der örtliche Priester behauptet, dass ihr Menschen opfert. Die Kirche will euch zum Schweigen bringen. Ich hoffe, dass man sich irgendwie einig werden kann. Also Teufel anbeten ist raus. Ja, das ist auch, was ich zu vorwarnen, ist auch raus. Das ist zu sehr auf, ich will mit euch Geschäft eingehen. Der örtliche Priester behauptet, dass ihr Menschen opfert. Sein Lächeln verfinstert sich. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich überrascht bin. Aber das ist leider ein typisches Beispiel für die Lügen, die andere Glaubensgemeinden innerhalb der Kirche über uns verbreiten. Ich versichere dir, dass das alles nur Lügen sind. Wir sind Christen und wie alle Diener Gottes verabscheuen wir das Töten. Da liegt ein Tieropfer vor dir. Morgan kann sich nicht zurückhalten. Okay, dann kommt jetzt die Diskussion. Die haben wir ja schon gelesen. Blablabla. So, ihr seid offensichtlich völlig harmlos, ich werde dem Bischof berichten. Nein, safe nicht. Ich kann erst zum Bischof zurückkehren, wenn ihr fort seid. Wir haben keinen Ort, an dem wir gehen können. Das sind Anbieten, wir werden die genug bezahlen, dass du... Sollte ich dem 4000 Preziosen stecken, also wirklich... Ihr müsst fortgehen. Hör auf mich, Valerius. Ich spüre erfolgreich. Du siehst ihn mitfühlend an und beschreibst Valerius, wie unbeliebt er und seine Anhänger in dieser Gegend sind und wie die Angst sich in der Bevölkerung ausbreitet. Du erklärst ihm eindringlich, was höchstwahrscheinlich geschehen wird, wenn die Vorurteile und die Feindseligkeiten überkochen und der wütende Mob in die alte Festung stürmt. Möchte Valerius denn, dass seine Anhänger wegen seiner Sturheit sterben müssen? Deine Verbaloffensive hat Valerius offenbar schwer beeindruckt. Nein. Natürlich nicht. Du hast sicher recht. Nur, wir haben schon so lange nach einem Platz für uns gesucht. Aber wir werden fortgehen. Die Suche geht also weiter. Ich werde alle versammeln und es ihnen mitteilen. Valerius flüstert einer seiner Untergebenen etwas ins Ohr, die daraufhin Richtung Treppe geht. Ihre nackten Füße platschen über den bemoosten Steinboden. Ein paar Minuten später drängt eine Menschenmenge in den Hauptraum der Kanalisation. Valerius wartet ab, bis alle sich vor ihm versammelt haben. Dann spricht er mit lauter, zuversichtlicher Stimme zu ihnen. Freunde, getreue Verehrer von Sankt Romulus, dem Schutzpatron des alten Imperiums. Wir haben an diesem Ort ein wenig Frieden gefunden, aber wir dürfen nicht selbstgefällig werden. Unsere Nachbarn sind voller Angst und Vorurteile und wir würden in große Gefahr geraten, wenn wir hier blieben. Es ist an der Zeit, weiterzuziehen. Ein Grüppchen junger Leute, das dicht gedrängt in der Nähe des Priesters steht, fängt aufgeregt an zu tuscheln. Eine andere Gruppe von Leuten steht ein Stück weiter und dort grübelt man mit verschränkten Armen und diskutiert kopfschüttelnd miteinander. Die meisten wirken verwirrt und beinahe teilnahmslos, akzeptieren die Entscheidung aber
Eine Frau aus der Gruppe der Grübler, eine Matrone mit grauem Haar, tritt vor und ergreift das Wort. Das ist falsch, Valerius. Du gibst vor, dem Beispiel des Romulus folgen zu wollen und dennoch ergreifst du beim ersten Anzeichen eines Konflikts die Flucht. Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es wieder. Entweder interpretierst du die Geschichte von Romulus und Remus falsch oder du ignorierst absichtlich die Lehre, die dahinter steckt. Was sagst du dazu? Valerius hebt beschwichtigt seine Hand, doch seine Stimme verrät seine Verärgerung. Schwester? Sei doch bitte vernünftig. Sankt Romulus steht für Ordnung, Struktur und, ja, auch für Frieden, der durch Einsatz von Gewalt durchgesetzt wurde. Wenn wir uns hier behaupten wollen, wird das nur ins Chaos führen. Wir werden einen neuen Ort für uns finden, der besser für unsere Ziele geeignet ist und... Die Frau winkt verächtlich ab. Feigling! Geh fort, wenn du willst, aber die Anhänger von Sankt Remus werden hierbleiben. Mit diesen Worten dreht sie sich entschlossen um und führt ihre Gruppe zum Ausgang. Valerius sieht ihnen wortlos hinterher, wenn auch mit geballten Fäusten. Dieses dumme Weib. Die Anhänger des Remus hängen an ihren Lippen, aber die wahre Legion gehorcht mir. Wir werden gehen, wie besprochen. Aber wenn du auch diese Remus-Sekte loswerden willst, musst du das mit ihnen gesondert besprechen. Behandle mit den Anhängern des Remus, die sich von Valerius abgewendet haben. Immer. Haben wir das erledigt? Immerhin haben wir die überzeugen können. Ich bin ein sehr religionsoffener Mensch. Ich bin selber kein Christ oder sowas. Ich finde, dass Religion eine Kraftquelle sein sollte für jeden Menschen und jeder Mensch sollte selbst entscheiden, an was er glaubt, solange eben nicht andere zu Schaden kommen. Ich möchte allerdings schon an der Stelle, ich behandle Religion sehr kritisch und ich möchte schon auch sagen, dass es nicht das erste Mal wäre, dass die Kirche Dinge erfindet, um Glaubensgemeinschaften auszurotten. Wer mir das nicht glaubt, darf sich doch einfach mal mit dem Albigenserkreuzzug auseinandersetzen, in dem eine komplette christliche Glaubensgemeinschaft dem Erdboden gleichgemacht wurde. Durch einen Kreuzzug. Durch Rom, also durch den Papst höchstpersönlich. So, Io Vita. Also gut. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir. Die Frau namens Iovita blickt finster drein, als sie dich grüßt. Was wollt ihr, Fremde? Ich weiß, dass ihr irgendwie dafür verantwortlich seid. Erzählt mir von eurer Gruppe. Einer von Iovitas Begleitern beugt sich vor und flüstert ihr ins Ohr. Sie seufzt genervt. Also gut. Kennst du die Geschichte von Romulus und Remus? Ja, aber lass wir es jetzt hin. Eigentlich nicht. Dann fasse ich dir die Handlung grob zusammen. Romulus und Remus waren Brüder. Kurz nach ihrer Geburt wurden sie in der Wildnis ausgesetzt. Durch eine ganze Reihe von Wundern haben sie jedoch überlebt. Als Erwachsene haben sie dann ein Heer gegründet, ihren ursprünglichen Stamm unterworfen und ihren Vater wieder als König eingesetzt. Dann zogen sie aus, eine neue Stadt zu gründen. Sie gerieten in Streit darüber, welcher Hügel dafür am geeignetsten sei. Im Verlauf dieses Konfliktes tötete Romulus, der Mörder, seinen Bruder. Daraufhin gründete er die Stadt Rom, die der Ursprung des Imperiums werden sollte, das diese Mauern hier erbaut hat. Du verstehst also, warum wir Remus verehren, ja? Valerius prägt die Ordnung und Gerechtigkeit, dabei ist sein Heiliger ein Brudermörder. Warum willst du nicht mit dem Rest der Legion fortgehen? Ein seltsames Knurren entfährt ihr, dann reibt sie sich die Augen. Seit dem Tag, an dem die Legion gegründet wurde, sind wir auf der Flucht. Valerius hatte ein paar gute Ideen, sie klangen zumindest gut, deshalb haben wir uns alle angeschlossen. Aber eine Legion ist nun mal eine Kampfeinheit und Valerius verlangt, dass wir immer nur davonrennen. Es ist an der Zeit, Widerstand zu leisten. Wenn ich dir dabei helfe, anführe die Legion. Warum sollte ich ihr helfen? Ich
erlaube aber nicht, dass ihr hier bleibt. Verteidigt euch. Scheiße, wir stehen richtig im Dreck. Wer ist das hier? Lagertha? Das ist gerade richtig ungünstig, unsere Position. Oh. Shit, das sind 10 Feinde hier. Hau ihn mal weg. Sturmangriff. Wir müssen erstmal schauen, dass wir da hinten irgendwie rauskommen. Gleich mit dem zweiten nach, sehr schön. Nefja. Ach shit, hier können wir nicht schlagen, können wir hier schlagen? Ja. Morkent, dir werde ich nicht helfen können. Wenn du fliehst, bist du tot. Ich glaube nicht, dass wir Morkent noch helfen können. Sag mal, warum können wir denn da nicht? Noch jemand da hinten. Jetzt wird er nicht überleben. Ja, ciao. Oh, der ist noch am Leben. Okay. Bitte, mach sie jetzt weg. Komm. Starkes Ding. Ist er eigentlich. Na, er kann. Ketil kann doch auch heilen, oder? Nefja, geh hier einen Schritt zur Seite. Lagertha. Scheiße. Oh. Achso, sie ist exponiert. Ja, okay.
That crunch was your maker calling you home. Einige der Intendenten finden sie Extrakt wieder, der deine Angriffe stärkt. Dann von hinten angegriffen, oder was? Das soll ein Scherz sein! Das soll ein Scherz sein! Such beautiful light before me. Wir haben 4 getötet, sie bisher einen. Der geht rein, okay. Schaden ist überschaubar. Was sind das für... Das sind welche... Das sind ich weiß nicht, was die machen. Das sind irgendwelche... Oh Gott. Okay. Lagata. Jetzt kommt der Ausbruch. Ich hab nur die Blutspritzer gesehen. Alter Vater. Okay. So. Let me help you with that. Ha! Very good! Very good! Da war er wieder, Alter. Very good! Okay. Sie fallen? Bleib du mal hier. Sag mal, bist du bescheuert? Also ernsthaft, bist du bescheuert? Du wolltest da jetzt gerade drauf gehen, oder? Okay. Und weg mit dem. Geiler Kampf. Geiler Kampf. Leichte Schnittwunde bloß, okay. Kehre zum Priester zurück und teile mit, dass der Kult ausgelöscht wurde. Warte. Ich jetzt noch schnell ein. 1, 10 waren es. 2, 3. Da ist nur ein. Oh, das ist nur ein A. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die haben gar nichts, Alter. Ihr seid richtig wertlos. Okay. Die Anhänger des Remus sind tot. Die Anhänger. Oh nein, Remus Lupin, einer meiner Lieblingscharaktere aus Harry Potter, und ich habe seine Anhänger umgebracht. Ich bin Monster. Remus! Ich habe deine Werwolfsgeschwister getötet. Es hat Spaß gemacht. Ihr werdet mit einem Lächeln begrüßt, das so abweisend wirkt wie eine Palisade, die mit Wachtürmen geschmückt ist. Die Frau mittleren Alters, die vor dem Verkaufsstand steht, macht den Eindruck, mit allen Wassern gewaschen zu sein. Schön, euch zu treffen, der Reise. Achso.
Ist nichts. Ich will noch kurz mit den Leuten hier reden. Bevor wir speichern und beenden. Immerhin kann sich jetzt Valerius mit seinen Leuten einfach zurückziehen. Er hat sich ja als diplomatisch erwiesen, sie wollte nicht. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich meine, wenn der Kult verschwindet, dann ist doch gut. Die ziehen sich irgendwohin zurück, wo sie in Ruhe weitermachen können. Dann ist es nicht mehr unser Problem und wir haben alles erledigt. Außerdem können wir jetzt dem Priester erzählen, so, hey Digga, wir haben die doch umgebracht. Die Streitlustigen haben wir umgebracht. Ich denke, wir haben genau richtig gehandelt. Ich denke, wir haben genau richtig gehandelt. So, 3 Fertigkeitspunkte sind. Rest des Imperiums. Haben wir schön abgearbeitet, das Gebiet. Sehr schön. Wir müssen uns ja eh wieder ein bisschen Ruf aufbauen nach der Sache mit der Diebesgilde. In Euphoric. Haben wir ein bisschen schlechten Ruf kassiert mit. Gut ist auch, dass Morkin nur ein bisschen verletzt ist, nicht so schlimm. Und ja, wir werden dann mit dem Priester sprechen, werden dann nach Euphoric zurückgehen. Dann dürfte bald ein Fünftel der Zeit vorbei sein und ich hoffe, dass wenn, ja gut, die Geschichte mit dem geht halt, die geht halt vermutlich trotzdem noch weiter. Alter, das wird noch spannend. Jetzt, wo sind denn jetzt diese... Das wird noch spannend, einfach zeitlich. Ich würde jetzt dann eigentlich gern echt mal ins Piktenreich aufbrechen. Auch abhauen. Wo ist der Priest? Der ist hier oben. Kinwert. Das schaffen wir nicht mehr. Ich laufe jetzt noch schnell dahin. Das schaffen wir nicht mehr. Boah, ich habe richtig Bock. Wir haben... Es macht... Ich weiß nicht. Ich bin voll hyped auf das Game. Das ist richtig geil. Mir gefällt es so gut. Ich bin jetzt gespannt, was er sagt. Ob er glücklich ist, dass wir das so weit gepackt haben. Genau, und dann werden wir hoffentlich mit dem König weitermachen können. Ich freue mich mega aufs nächste Mal. Bleibt bis dann gesund, meine Lieben. Euer Uni Let's Play. Ciao, ciao.